Wir haben uns, glaube ich, einen relativ guten Vorsprung rausgefahren. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir es schaffen, den ersten Platz mit nach Hause zu nehmen. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial zum Spiel Rocket Racing in Fortnite. Und zwar geht es heute um die Strecke Außenposten. Leute, auf der Strecke Außenposten gibt es auch einige Dinge zu beachten, die ich euch gerne nahebringen möchte. Was war das? Und vor allen Dingen gibt es auch hier eine kleine, aber feine Abkürzung zu beachten. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Sie ist nicht weltentscheidend, doch im Grunde genommen ist sie schon ziemlich entscheidend. Das Problem ist, sie ist relativ schwierig zu fahren. Wenn man die Abkürzung vermasselt, kann man sich das Rennen versemmeln. Aber wenn man die Abkürzung gut fährt, kann man sich sehr viel Zeit rausholen. Und jetzt gehen wir ins Rennen. Wir fahren noch einmal alleine, damit ich euch ganz in Ruhe die Strecke und auch die Abkürzung zeigen kann. Mal gucken, in der ersten Runde fahre ich erstmal langsam heran und zeige es euch. Schauen wir mal rein. 1, 2, 3, Boost. 100% Boost. Leute, das Timing beim Starten ist sehr, sehr wichtig. Hier gibt es auch schon die erste Sache, die ihr bei dieser Strecke unbedingt beachten sollt. Wie ihr seht, sind die Ränder rot und sobald ihr gegen den Rand fahrt, verliert ihr Geschwindigkeit. Also driftet gut in die Kurve rein und versucht, einen Kontakt mit den Außenrändern zu vermeiden. An dieser Stelle bleibt in der Mitte, ihr habt die Bäume gesehen, links und rechts. Man knallt gerne mal hinein. Nächste Kurve, driften, driften, nochmal driften, bleibt in der Mitte, berührt nicht den Rand. Und ab jetzt wird es interessant. Hier fahre ich immer oben auf der Mitte. Dann geht es hier oben an diesen Querstreifen und jetzt schaut man auf der linken Seite. Ich nehme einmal das Gas raus und wir fahren einmal langsam. Wenn ihr genau an dieser Stelle seid, hüpft hier rüber oder nehmt den Sprung von oben und ihr könnt über diese Abkürzung fahren und fahrt euch kaputt. Und ihr nehmt ein ganz, ganz schönes Stück an Strecke raus. Es ist wunderbar, ihr spart eine ganze Menge Zeit. Hier sind diese Lava-Drops auf der Strecke. Hier kann man auch im Drift einmal rüberspringen, das ist gar kein Problem. Man verliert dadurch nicht viel Zeit, aber versucht nicht durch diese Lava drauf zu fahren. Sie kosten euch Geschwindigkeit. So, nächste Kurve, wir driften wieder rein, gerne auch zweimal. Bleibt in der Mitte. Bleibt immer in der Mitte, vermeidet die roten Ränder. Die roten Ränder kosten Geschwindigkeit und das ist das, was wir nicht wollen. Wir bleiben links, wir bleiben los, nochmal driften. So soll das aussehen, genau so und nicht anders. Spart euch natürlich auch wieder Drift auf für das Ende. Und die Kurve, das ist die härteste, die steilste Kurve überhaupt in diesem Spiel. Auf dieser Strecke meine ich, da müsst ihr besonders aufpassen. Hier könnt ihr vorher auch nochmal ein kleines bisschen Gas rausnehmen, um sauber durchzudriften. Das habe ich jetzt nicht getan, aber das ist auch nicht weiter schlimm. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie man diese Abkürzung von hier oben fahren sollte. Wir springen wieder hier hoch, wir machen den Flip an die Wand. Fahren bis zum Ende, springen runter und richten uns schon mal aus, damit wir hier über die Rampe fahren können. Und die Abkürzung ist gemeistert. Wunderbar. Springt über die Klöpse, versucht sie nicht zu rühren oder driftet einfach zwischendurch. Das hängt ganz davon ab, wie geschickt ihr seid. Bei mir hilft es immer wieder, wenn ich einfach einen kurzen Hopser oben drüber mache. Wunderbar, wir driften wieder rein, oben die Kurve, Vollgas voraus. Es ist herrlich. Die Strecke kann so viel Freude machen, aber denkt dran, diese roten Streifen nehmen euch Geschwindigkeit raus. So, driftet rum und driftet so gut wie es geht. Auch auf dieser Strecke selbstverständlich. Ah, verdammt. Ich hab's vermasselt. Auch auf dieser Strecke gilt selbstverständlich, wie auf allen anderen auch, spart euch Boost für die letzte Runde, damit ihr nach Möglichkeit in der letzten Runde noch einmal herrlich schön an den Gegner vorbeiziehen könnt. Jetzt fahre ich mir hier einen Klump zusammen. Das ist nicht mehr feierlich, aber das ist nicht schlimm. Es geht rein um die Demonstration. Wir fahren noch einmal hier hoch, springen an diese Wand, gehen in die Mitte mit dem Hopser, springen von der Strecke runter und versuchen, diese Rampe zu erreichen. Und wir sparen unheimlich viel Zeit. Ich würde diese Strecke gleich gerne auch noch einmal in einem scharfen Rennen ausprobieren und mal gucken, ob uns das, was wir hier gelernt haben, etwas bringt. So, weiter geht's. Wir fliegen schön bis ans Ende und driftet. Driftet auch immer schön frühzeitig rein, Leute. Drifts sind das A und O in diesem Spiel. So, ich werde jetzt einmal den Modus von privat auf öffentlich stellen. Und wir versuchen mal ein Rennen auf dieser Strecke zu ergattern und schauen, was passiert. So, wir bereiten vor, Reise zum Server wird initiiert. Es hat lange gedauert, aber wir finden Gegner. So, wir haben eine relativ volle Lobby, das ist schön. Und jetzt probieren wir das einfach mal im scharfen Rennen aus, ob unsere Tipps und Tricks auf dieser Strecke etwas bewirken können oder nicht. So, es geht los. Das Timing. 1, 2, 3,
4,99% Boost. Das ist klasse. Damit können wir arbeiten. Wir bleiben in der Mitte. Ich habe Muscle-Risse mir hier beinahe, indem ich zu weit nach außen. Ne, Gegner drückt mich auch noch an die Bande. So soll das nicht sein. Aber das passiert im scharfen Rennen. Natürlich, selbstverständlich. Zweimal rum, noch einmal rum. Wir bleiben in der Mitte. Los geht's. Wir könnten auch an dieser Stelle nochmal einen kleinen Boost raushauen. Wir haben hier noch genügend Zeit bis zum letzten. So, wir fahren rum. Bleibt in der Mitte, nicht an den roten Rand. Der rote Rand ist Gift. Wir fahren hier oben in der Mitte. Lippen an die Wand. Achtung, Lippen an die Wand. Und nun aufgepasst, wir springen runter. Und ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe sehr, wir schaffen es. Es ist eine wirklich kritische Abkürzung, aber sie funktioniert. Ihr habt es gesehen. Wir sind auf dem ersten Platz. Das ist genauso, wie es sein soll. Ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Wer weiß, wie viele von unseren Gegnern diese Abkürzung auch kennen. Wir werden sehen. So. Da werden wir überholt, aber es ist nicht so schlimm. Wenn der Gegner geboostet hat, dann hat er schon einen Boost verschwendet, den wir noch überhaben. Da können wir gut mit umgehen. So, wir fahren. Seht ihr, da kommt der Nächste mit einem Boost an uns vorbei. Ist es nicht schön? Wir sind fast so weit, dass wir 3 Boosts auf der Strecke haben. Wunderbar, wir sind zu sehr ins Rote reingekommen. Wir hauen uns mal einen Boost raus und rum. Verdammt, das ist meine absolute Höllenkurve. Die ist nicht zu unterschätzen. Verdammt, wie bin ich jetzt hier kaputt gegangen? Also das würde ich auch gerne mal wissen. Manchmal zerschelle ich einfach auf offener Straße. Ist es ein Bug oder habe ich einen Fahrfehler begangen? Ist es egal. Wir bleiben hier, wir fahren wieder in die Mitte. Wir haben... Was ist denn das? Verdammt nochmal. Okay, ich versuche hier oben rüber zu kommen, damit wir irgendwie noch hier rüber kommen. Das war ja eine ganz witzige... Verdammt. Es ist nicht schlimm. Wir nehmen es, wie es kommt. Wir haben sehr viele Plätze verloren. Diese Geschichte hat uns Zeit gekostet. So, Boost einmal nach vorne. Wir ziehen nochmal nach. Wir haben immer noch nicht verloren. Das Rennen ist noch nicht entschieden. Wir gehen in die letzte Runde. Boosten. Verdammt. Reden und fahren gleichzeitig. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht zu warten. So, wir boosten auch wieder hier wieder schön rum. Das ist die harte Kurve. Wir haben sie diesmal Ast reingenommen. So soll es sein. Ich habe aber den Boost vermasselt. Ist nicht schlimm. Wir sind auf Platz 1. Mal schauen, was wir noch rausholen können. So, nimm die Kurve eng. Immer schön in der Mitte bleiben. Wir bleiben diesmal auf der linken Seite. Wir lassen uns diesmal nicht ablenken und nicht auf die andere Seite schubsen. Wir boosten uns hier ran. Flip an die Wand. Und rüber. Los, rüber. Und... die Rampe diesmal sauber. Sehr schön. Wir haben uns, glaube ich, einen relativ guten Vorsprung rausgefahren. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir es schaffen, den ersten Platz mit nach Hause zu nehmen. So, jetzt nehmen wir uns auch nochmal einen Boost raus. Die Strecke dürfte bald zu Ende sein. Wir fliegen hier hoch. Los, den nächsten Boost. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob wir das schaffen. Das Ziel ist in Sicht. Erster Platz, obwohl wir zwischendurch ziemlich scheiße gefahren sind, Leute. Also zieht euch das rein. Diese Tipps und Tricks für die Strecke sind Gold wert. Macht es so. Ich denke, ihr werdet es besser machen als ich und werdet gute Erfolge einfahren. In diesem Sinne, hat euch das Video gefallen, hat es euch geholfen, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig mein Video. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Gamebro.